Ja, erstmal hallo zum Modern Koi Blog. Heute bei der Yagenchi Koi Farm, auch ein großer Name. Und als ich heute Morgen, oder nicht ich, als wir heute Morgen mit Mark Gardner rumgefahren sind und irgendwann habe ich ihn gefragt nach dem dritten Versuch, der Mensch, Mark, du bist hier seit 2007, dein halbes Leben verbringst du hier in Niigata. Gibt es einen Züchter, wo du sagen würdest, Mensch, das ist das Ding, wo du, wenn du jetzt Koi-Hobbyist nur wärst, kaufen würdest? Dann hat er kurz überlegt, sagt er, also eindrucksvoll sind zwei. Wenn man das Gesamte sieht, nicht nur die Qualität, sondern alles drumherum, wie sauber, wie ordentlich, wie man nach dem Zeug guckt. Dann hat er gesagt, es ist Marudo und Yagenchi. Und wenn er die zwei vergleicht oder sogar sagen, Yagenchi ist für ihn das, was für ihn eigentlich, wenn er eine Farm hätte, wo er gerne hätte, dass es so wäre. Und wir sind auf dem Weg hierher, hat uns die Naturzeichen von Yagenchi gezeigt, das ist traumhaft, das ist toll angelegt. Das hat, man sieht, man kümmert sich darum und man kommt hierher, da liegt nichts rum und man geht ins Glashaus rein. Sie werden es gleich sehen. Also ich war sofort beeindruckt, aber nicht nur von den äußeren Begebenheiten, von der Peripherie, sondern das, um was es geht, die Koi sind auch mehr als eindrucksvoll. Also er macht viele Varietäten für Rutsuri, die wirklich mir so in größeren Stückzahlen noch nicht aufgefallen sind. So, darum möchte ich sie jetzt auf die Hand nehmen. Die Fische da drin sind alle verkauft. Steht auch überall ordentlich am Becken dran. Darum können wir hier auch keinen in die Wanne setzen. Verkauft die Koi. Da war er auch klein und hat gesagt, nee, das kann man im Herbst machen, sowas. Jetzt nicht. Und Alex ist es gerade vorher aufgefallen. Es ist der erste Züchter. Gucken Sie, das ist ein Set. Man hat hier die Desinfektionswanne, drumherum eine schwarze Wanne und dahinter nochmal was Trockenes. Also man kann seine desinfizierten Füße dann auch gleich wieder abtrocknen. Das ist er übrigens, also der mit dem weißen Handtuch im Kopf. Und schauen Sie mal hier rein. Aber das Wasser ist wirklich so klar, dass man Fische auch nicht in die Wanne setzen muss, um deren Qualität zu entdecken. Ano miso wa hontou ni subarashii kirei. Hontou. Mark hat gerade zu ihm gesagt, ich habe zu ihm gesagt, dass sein Wasser so schön sei. Dann sagt er, dann sagt Mark zu ihm, es ist Niigata das Beste. Dann hat er gleich japanisch respektvoll abgewunken. Anata no ichiban daisuki na shurui wa? Anata no ichiban daisuki no shurui wa? Sanke. Sanke? Also Sanke ist seine Lieblingsvarietät. Hier schauen Sie da mal. Ginrin Showa. Showa. Benigoi, Ginrin Benigoi. Goromo. Also man versteht hier wirklich das Gesamtprogramm sehr, sehr beeindruckend darzustellen. Schauen Sie mal, die Fische schwimmen hier in 2 Meter Wassertiefe. Da sehen Sie nichts dazwischen. Yeah. Yeah, but I mean... Yeah, this is what I mean. Yeah. Mark hat es gerade auch nochmal gesagt, so ist professionell. Und kann man nur hoffen, dass zukünftig mehr und mehr auch den Anspruch an ihre Koi-Arbeit setzen. Das ist... Hi, arigato gozaimashita. Er hat uns auch gleich einen Kaffee angeboten. Ja, Genji Starbucks. Da sagen wir nicht nein. Hoka ni o greenhouse ni itte mo ii desu ka? Ah, sore wa anata wa greenhouse ato Sam? Also, Mitsu. Hi. Hi. Ah, so. Demo, ano greenhouse mo ikimashou ka? Ato? Ah, ne.
Das ist ein Wahnsinns-Kikusui. Da haben wir gerade mal gefragt, wie alt er ist. Ja. Der war Best in Variety auf der. Letztes Jahr Best in Variety auf der All Japan. Koisho, Young Koisho. Wakagoi. All Japan. Ah, Tokio noch. In Tokio war er Best in Variety. 3 Jahre. Toll. 85 Naturteiche hat Yagenchi, also von denen, die wir da überall gerade sehen. Schauen Sie mal die Goschki an, auch toll. Ja, ja. Alles. Ogyakusanokoi. Zenbu. Sore zenbu ima matpo ni ikimasu. Sono ano koe wo. Sono. Ah, so dochira mo. Ich habe gefragt, ob die alle in Naturteich gehen. Er sagt, der unterschiedliche Teil wird dann noch geschickt und ein Teil. Imakara hoka no greenhouse ikimasu ka? Hey. So, dann gehen wir in die anderen Glashäuser. Mach ich kurz aus, dann sind sie aber gleich wieder mit dabei. Also das ist einfach toll, wenn man hier ums Eck gefahren kommt und hier ist alles picobello sauber. Das ist so unwahrscheinlich, das sagt aber gerade jeder auch von unseren Kunden. Also das kommt nicht nur bei mir so an, sondern auch bei den anderen. Schon die Luft ausgeschaltet. Sore wa nanokoi desu ka? Atsukari? Oh ja, das sind also Elterntiere hier. Goschki. Hier haben wir die Kikusui-Eltern. Schöne Shiro Utsuri. Super Sanke. Asagi. Sore wa Mess. Ja. Das sind also die Weibchen. Und hier haben wir die Männchen dazu. Osno-Oya wa nanbiki desu ka? Yapiki kurai? Sono Osno-Oya wa nanbiki kurai? Yapiki? So sind die Leopoldi, yapiki kurai. 100 Männer. Mess wa sanji yonji. Und Weibchen 40. Sehen Sie, was ich immer sage, dass ein gutes Wasser eine Oberfläche braucht, die spiegelt? Das sehen Sie jetzt mal hier. Das ist wirklich wie ein Foto, wie wenn ich die Wand hier fotografieren würde. Das ist gigantisch. Und genau so sind aber auch die Koi drauf, auch wenn der Kikusui da unten gelegen ist.
Die sind gesund, denen geht's gut, die schwimmen ruhig. Hier haben wir Tosai. Und es ist gar keine Riesenfarm, wir hatten nochmal ein Glashaus in der Größe vom ersten Haus, das ist aber irgendwie ein ganzes Eck weg. Ein paar Außenbecken. Schauen Sie mal, wie ordentlich hier alles ist. Toll. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Qualität es genau ist, aber da zumindest an den beiden Becken Futterautomaten stehen und die Fische auch größer sind, gehe ich davon aus, das sind die Tategoi. Macht dort ein paar Karashi. Ich frage ihn jetzt mal, wie viel er in einem Jahr produziert, vielleicht verrät er mir es ja. Sumasen, ichi nenkan ni, sono nisai ga nanpiki kurai tsukurimasu ka? Nisai wa 2000 biki desu. 2000 biki. Tosai wa? Tosai wa 1万 kara 1万5000 kurai. Also, er produziert im Jahr 2000 Nisai und zwischen 10.000 und 15.000 Tosai. Anata no Nisai wa size wa nan senchi kurai? Sono 40-45? Chichai no de 40-35 kurai kara wa. So. Also die Nisai sind zwischen 35 und 53 cm. Ano koi wa anata no tategoi desu, immer noch. Okunime wa. Also die hinteren zwei sind, so wie vermutet, sind Tategoi und die vorderen werden verkauft. Demo ostomes ga dochira mo. Hast du gerade ein Selfie mit ihm gemacht? Selfie. Zeig mir. Er hat doch mitgemacht. Zeig mir. Zeig mir. Ich sehe es nicht. Musst du durch. Ja, also wirklich starke Farm, tolle Farm, tolle gesunde Fische und vor allem alles ganz, ganz ordentlich aufgeräumt. Gesehen und für gut befunden, stimmt? Also. Arigato gozaimashita. Hontoni injo wa subarashi ii desu. Hai, arigato gozaimashita. Ich habe ihm jetzt noch gesagt, dass ich einen sehr tiefen Eindruck von seiner Farm und Anlage habe. So, jetzt wissen Sie auch was über Yagenchi. Wenn Sie irgendwo jemanden sehen, der Yagenchi verkauft, wenn die Fische nicht mit 1000 anderen schon vermischt sind, können Sie die wirklich guten Gewissens kaufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.